Hallo miteinander und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Subsistence. Unser Hühnchen ist langsam aber sicher auf dem Wege der Besserung. Allerdings braucht es dafür, ich dachte es mir fast, noch ein bisschen mehr Nahrung. Und von daher packen wir jetzt kurzerhand ein bisschen was von dem Gemüse da rein. Die Frage ist nur, was kriegt unser Hühnchen? Unser Hühnchen kriegt Tomaten. Ui, fallen sie gleich mal raus, das wollen wir nicht. So, rein damit. Ah, sehr gut, bleiben eh noch ein paar übrig. Das trifft sich gut. Dann können wir die gleich mal wieder verstauen, genauso wie das können wir noch verstauen und das Fleisch, ja, das bringen wir da nicht ganz unter. Dann packen wir es hier rein. Okay. Wunderbar. Ja, was machen wir heute Schönes? Die Frage aller Fragen zum Beginn einer jeden Folge. Aber ich habe hier noch was. Eine offene Baustelle, die ich ganz gerne schließen würde und die sich auch, wie ich finde, sehr schnell schließen, ja, lassen sollte. Denn wir haben ja hier unsere Rampe gebaut, die allerdings da ein bisschen ins Wasser reinschaut. Und ich würde jetzt ganz gerne mal den Zugang hier an Land entsprechend sicherstellen, damit wir mit unserem Quad, wenn wir es denn dann mal haben, nicht gleich komplett absaufen. Da sehe ich allerdings noch eine Muschel. Eine Muschel, die mich jetzt ganz aus dem Konzept bringt, aber die müssen wir mitnehmen. Die müssen wir mitnehmen und den Sandstein, auch wenn ich ihn selten bis gar nicht einsammle, nehmen wir auch mit. Und ja, damit wir da das Fundament entsprechend bauen können, brauchen wir was? Ganz genau, Holz. Und das holen wir uns jetzt gleich mal. Ja, da haben wir vorne eh noch eine kleine Tasche, die wir mitnehmen können. Auch gut. Ein bisschen was an Holz sollten wir eigentlich drinnen auch noch gebunkert haben. Aber ich will nicht immer gleich die ganzen Reserven aus den Kisten aufbrauchen. Vor allem nicht, wenn es heute so ein schöner Tag ist. Und wir den auch durchaus ein bisschen draußen verbringen können. An der frischen Luft. Regnen tut es wieder früh genug. Wunderbar. So, drei Bäume nehmen wir noch mit. Vielleicht haben wir sogar drin noch ein Fundament. Könnte es sein, dass wir da noch irgendwo eins mal entsprechend verstaut haben in einer der Kisten. Aber da müssen wir dann mal schauen. Finden tun wir es auf alle Fälle, wenn ich da noch eins vorrätig haben sollte. So. Auf den Baum eindreschen bringt nichts mehr, wenn er nichts mehr hergibt. Okay, so geht's auch. Ah, da werden wir aber nicht hinkommen, ne? Aber mit Springen und Schlagen geht's. Gut, jetzt bin ich aus dem Takt. So, Bretter. Können wir gleich mal draus machen aus unseren 26 Scheiten. Mehr als zwei Fundamente sollte man ja eigentlich nicht brauchen. Was haben wir denn hier noch an Holz? Ah, gar nichts mehr, okay, gleich so viel. Aber dann schauen wir trotzdem mal, ob wir noch irgendwo
Ah, da haben wir ja sogar zwei Fundamente. Ja, dann nehmen wir die direkt her. Dann brauchen wir gar keine bauen. Umso besser. Wobei das Holzsammeln jetzt auch nicht geschadet hat. So. So. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Das ist jetzt die große Frage. So, ich sauf gleich mal ab. Gefühlt. Okay. Ich glaube, wir sehen schon das große Problem. Die Rampe passt von den Abmessungen nicht 1:1 mit dem Fundament überein. Und noch dazu steht das Fundament, wie man unschwer erkennen kann, unter Wasser. Und das wollte ich eigentlich nicht. Das wollte ich eigentlich absolut nicht. Das heißt, wir packen die Rampe nach draußen. Die Frage ist jetzt allerdings, wie bringen wir das fertig, dass das da entsprechend nach was ausschaut? Das ist jetzt die große Frage. Holzfundament. Bringt uns ein dreieckiges Fundament was? Glaube nicht. So ein abgerundetes Fundament bringt uns genauso wenig. Wir könnten eine halbe Holzwand nehmen. Es schaut halt dann ja auch irgendwie eher stümperhaft aus. Ein halbes Fundament gibt's nicht, glaube ich, gell? Schaut zumindest nicht danach aus, als würde es da was geben. Ja, dann hilft es alles nichts. Dann brauchen wir hier die halbe Holzdecke. Sofern das jetzt überhaupt passt von den Abmessungen. Also das wäre wichtig, wie ich finde, dass da noch ein halbes Fundament eingebaut wird. Grundsätzlich mehr Bauoptionen wären natürlich schön. Ich glaube, da sprechen wir alle die gleiche Sprache. Ja, so geht's. So geht's, aber schön schaut's nicht aus. Ja, zufrieden bin ich nicht. Zufrieden bin ich nicht, aber gut, eine Notlösung ist es. So, aber so lassen wir es natürlich nicht. Das war jetzt nur zum Testen, ob es grundsätzlich dann passt von den Abmessungen her. Sondern vielmehr müssen wir unsere Rampe dann entsprechend versetzen. So, packen wir die mal dahin. Nicht gleich ins Wasser fallen, das wäre schlecht. Okay, jetzt muss ich sowieso ins Wasser, weil es nichts hilft. In dem Fall. So, kommt das einmal dahin. Dann kommt die halbe Decke. Entsprechend direkt daneben. Einmal drehen, drehen, drehen. So, passt jetzt. Ja, jetzt soll es passen. Und dann packen wir hier die Rampe entsprechend dran. Und dann sollten wir hoffentlich keine nassen Füße mehr bekommen. Ja, ganz passt es noch nicht. Also nasse Füße bekommen wir immer noch. Aber es ist zumindest besser. Und wir können jetzt auch schon das Ganze besser als ja, Zugang nutzen. Ich glaube, so schlecht ist es nicht geworden. Man kann es lassen. Und wenn wir mal hier entsprechend das Ganze mit diesen Metallplatten versehen, dann sieht man auch hier den Unterschied nicht mehr so deutlich. Ja, das lassen wir jetzt so. Mangels Alternativen. So, stimmt. Da war ja auch noch was, gell? Da war ja auch noch was. Jetzt haben wir aber schon mal das ganze Zeug da. Probiere ich mal mein Glück mit so einem Dreiecksfundament, weil das haben wir eigentlich noch nie gebaut. Wie fügt sich das denn da in das Gesamtbild? Müssen wir mal schauen. Können wir nur austesten. Damit wir dann sehen, ob es noch was ausschaut oder eben nicht. So, fertig ist es. Okay, so schaut das aus. Ja gut, das hilft mir aber da. Das hilft mir da, ehrlich gesagt, überhaupt gar nichts. Oder?
Höchstens, wenn wir es, Moment, wenn wir es ins Eck reinsetzen. Nee. Ich dachte mir, da können wir vielleicht direkt so eine Schräge entsprechend, ja, erschaffen, aber das geht nicht. Das passt von den Abmessungen her nicht. Weil es zwickt sich dann auf der Seite. Mann, 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 das ist ja hier... Das ist ja echt irgendwie blöd. Gut, wir brauchen auf alle Fälle wieder ein halbes Element. Jetzt haben wir allerdings kein Holz mehr, gell? Weil das ganze Fundament hilft uns da nichts. Ja, es sei denn, wir bauen hier halt so das Eck raus. Ich glaube, uns wird fast nichts anderes übrig bleiben. Weil das runde Element, das hat uns auch nichts gebracht. Jetzt platzieren wir hier mal das Fundament hin, damit wir uns da frei bewegen können, aber... Ja... Ist auch noch nicht optimal. Um es mal so zu sagen, überhaupt nicht optimal. Kaum weicht man ein bisschen von dem Maß hier ab, dann stimmt gar nichts mehr. Dann stimmt's hinten und vorne nicht mehr. Ist eigentlich auch blöd, gell, das Eck da. Irgendwie verlorener Platz. Naja. Egal. So. Wir brauchen ein bisschen Beute. Und um die kümmern wir uns jetzt, bevor ich da noch länger hier herumeiere in der Basis. Das noch essen. Ein bisschen was an Proteinen könnten wir auch noch gebrauchen. Ist da schon wieder was vergammelt? Wahnsinn. Wahnsinn. So, einmal alles wegpacken. Perlenraum nicht. Das kann weg. Fundamente. Beziehungsweise Fundamente, sage ich schon. Federn. Habe ich hier falsch verstaut. Okay. Ja, und das Fundament packen wir aber auch noch weg. Das Eckfundament hilft uns leider in unserem Fall gar nichts. Überhaupt gar nichts. Nur gut, es ist wie es ist. Hilft nicht. Was wir aber noch machen können. Hier gleich mal wieder entsprechend das Ganze fortsetzen. Damit es in der Zwischenzeit weitergeht mit unserem Quad. Während wir hier... Ja, einen kleinen Spaziergang machen. Ah ja, so langsam wird's was. Mit unserem gesunden Hühnchen. Das ist schön. Das ist schön, wenn's was wird. So, ich hätte allerdings noch ganz gern heute eine verschlossene Kiste gefunden. Einen Dietrich haben wir hergestellt. Der muss jetzt auch mal hier entsprechend verwendet werden. Ah, da oben gibt es noch was. Da gibt es auch noch was. Da hätten wir noch ein zweites Hühnchen. Wobei ich eigentlich kein zweites brauche. Eins reicht eigentlich aktuell vollkommen. Zack. So, das nehmen wir auch noch mit da vorne. Und da haben wir gleich nochmal Fasern hier oben. Da gleich wieder. Zack. Bestens. Ich laufe jetzt mal direkt zu der einen Stelle, wo wir ziemlich oft so eine, ja, verschlossene Kiste finden kann. Ich sag bewusst kann. Weil gewiss ist nix. Aber vielleicht haben wir ja Glück. Und finden eine. Da wo ich
meine eine zu finden, da ist ein Bär. Ah ja, immerhin haben wir da gleich mal noch was zum Abbauen. So, kurz mal orientieren. Okay, da oben sehe ich eine normale Kiste zum Einsammeln. Ui, dreimal Metallschrott. Das ist doch schon mal reichlich in einer Kiste. Und normalerweise sollte sich doch hier irgendwo in der Nähe auch noch eine verschlossene Kiste finden lassen. Okay, da ist schon mal keine. Weil oft haben wir ja hier auch schon Glück gehabt, dass wir eine finden bei diesem Baum da. Aber heute leider nicht. Vorführeffekt. So ist es immer. Nun gut. Wenn wir hier keine finden, dann ziehen wir weiter. Muss man nur aufpassen, da drüben kommen jetzt gleich die Jäger. Nicht, dass wir denen in die offenen Arme laufen. Das wäre ein bisschen ungünstig. Ein bisschen sehr ungünstig. Nur Fasern da oben. Da rennen wir jetzt nicht extra hin. Oh, Puma. Ja stimmt, den können wir eigentlich gleich mal mitnehmen. Den machen wir aber dann nicht mit Pfeil und Bogen. Dafür ist mir das Schmusekätzchen dann doch ein bisschen zu wild. Na komm, lass dich gescheit treffen. Wunderbar. Kurz und schmerzlos. Erstmal schön die Axt in den Kopf. Mann, oh Mann. So ein Karnickel. Ein Karnickel hätte ich aber vielleicht schon gern. Für meine Bleibe. Zu Hause. Na, wo bist du denn? Wo bist du denn, Kaninchen? Ist es weg? Ah nee, da ist es. Verdammt, zu gut gezielt. Tut mir leid. Du kommst dann schon mal nicht in den Hühnerstall. Da hätten wir noch eins. Wenn ich den gescheit sehen würde. Versteckt sich hier gut hinter den Büschen. Und hoppelt da friedlich umher. Weil es noch nichts weiß von seinem Glück. Und? Schon wieder tot, verdammt! Ich will die ganzen Karnickel gar nicht abmurksen. Ist gar nicht mein Ziel. Beim Wolf vielleicht schon. Da ist es schon mein Ziel, dass wir den abmurksen. Bestens. Level 3 Wolf mit 2 Schuss. Was will man mehr? Also das Upgrade vom Bogen hat sich echt bezahlt gemacht. So, aber ich glaube allerdings, mit unserer verschlossenen Kiste, da schaut es heute schlecht aus. Die sei mir nicht gegönnt. Oh. Aber ein Wolf, der mich in Stücke reißen will. Schnell weg. Schnell weg, bevor er mich noch zerfleischt.
Wie geht's eigentlich da unten voran? Oh, da wäre noch ein Kanickel. So, das müssen wir aber, das müssen wir schon mitnehmen. Wo bist du, Kanickel? Da ist es. Da ist es. Komm. Oh ne, das ist ein Huhn. Na gut. Ja. Geht gut voran. Bei deren Festung. Geht sehr gut voran. Nee, oder? Als hätte mich das Spiel gehört. Schaut mal, was wir da Schönes haben. Okay, man sieht es jetzt nicht gescheit, weil ich da schlecht dastehe, aber wir haben doch tatsächlich hier eine verschlossene Kiste. Ja, dann nehmen wir die doch gleich mal mit. Oh, sogar Legierungsbleche, 4 Stück. Sehr gut. Ein bisschen Holz haben wir noch dabei, Tonikum, ja, Metallschrott. Aber allein wegen der Legierungsbleche ist das schon ein richtig guter Fund. Jetzt sollte ich mich allerdings beeilen, denn meine Batterie gibt gleich den Geist auf. Und meine Hände sind auch noch blutig, das heißt, wenn es ganz blöd läuft, stehe ich hier gleich mitten im Dunkeln mit einer Infektion. Wollen wir das? Ich glaube nicht. Das wollen wir definitiv nicht. Von daher ab nach Hause. Ab nach Hause in die eigenen 4 Wände. Zum Glück ist es aber nicht mehr weit. Gleich geschafft. So, eigentlich können wir gleich über die Garage rein. Dann sind wir nämlich direkt da und sehen auch gleich mal, was sich bei unserem Quad so getan hat. Ja, 26. Es ist immerhin ein kleiner Fortschritt. Und wenn wir uns ja so langsam vorhangeln, sage ich mal, zu den 100%, die wir da brauchen, dann sollte das doch ein Ding des Möglichen sein, dass wir zumindest die Ausbaustufe relativ zügig hinbekommen. So, das Kanickel hat keinen Platz mehr hier. Hat es hier vielleicht noch Platz? Wenn wir das Seegras entsprechend anders verstauen, hat es auch keinen Platz mehr. Dann müssen die weg. Okay, gut. So, was brauchen wir für die Batterie? Okay, Klebstoff, Kalium, Zinkfragmente. Kalium habe ich, Zinkfragmente habe ich auch, aber die gehen schon massiv zur Neige. Und Kleber haben wir zum Glück. Gut, eine Batterie zumindest schon mal hergestellt. Aber Zink macht mir echt ein bisschen Sorge, also da haben wir ja gar nichts mehr. Naja, viele sind ja auch nicht drin. 21, das ist überhaupt nichts. Uiuiui. Ja, das Zeug geht zur Neige. Das Zeug geht massiv zur Neige. So, einmal das noch verstauen halt. Wobei, die Legierungsbleche können wir da getrost eigentlich reinpacken. Ganz wichtig, die Batterie einsammeln, damit wir auch beim nächsten Mal wieder entsprechend Saft haben. Weil, ja, allzu viel ist da nimmer an Saft vorhanden. Aber für die heutige Folge soll es das erstmal wieder gewesen sein mit Subsistence. Ich sage wie immer vielen herzlichen Dank fürs Zusehen, wünsche euch was und dann sehen wir uns hoffentlich bei der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dahin. Servus.